Hi, hier ist Norman. Hier habe ich Rosenklee und Kleesprossen wachsen sehr unkompliziert und schnell in so einer Keimschale, wenn wir sie zweimal täglich mit viel Wasser durchspülen. Als erstes weiche ich die Samen in so einer Schüssel über Nacht ein. Nach dem Einweichen verteile ich sie in so einer Keimschale. Die Samen haben jetzt schon recht lange Keimfortsätze gebildet. Grüne Blätter sind jetzt an den Kleesprossen überall erkennbar. Wir müssen nur immer darauf achten, dass der Abfluss nicht von den Wurzeln verstopft wird. Die Kleesprossen sprengen jetzt schon die Keimschale und der Deckel ist vollkommen überflüssig. Jetzt ernte ich die leckeren Kleesprossen. In so einer Keimschale verheddern sich oft Samen oder Wurzeln, die ich dann mit einem stumpfen Messer oder so einer Nadel entferne. Schon am ersten Tag im automatischen Keimkasten sind die ersten kleinen Keimfortsätze erkennbar. Im Automaten werden die Keimsaaten immer optimal befeuchtet, wenn wir einfach nur etwas Wasser regelmäßig auffüllen. Viele grüne Blätter sind schon sichtbar. Im Automaten wächst alles immer schneller. Die Sprossen können jetzt schon geerntet werden.